Sonne und 28 Grad auf Kreta und kräftiger Schneefall im Norden Afrikas. Hier in Algerien liegt im Bereich des Atlasgebirges bis auf etwa 800 Meter Höhe Schnee. Auch auf Mallorca hat es ab etwa dieser Höhe geschneit. Eine Kaltluftblase ist von Mitteleuropa über Frankreich und Spanien bis nach Nordafrika vorgedrungen. Neben Schnee bringt sie auch kräftige Gewitter mit Sturmböen, Hagel und massiven Regenfällen. So waren in Algier die Straßen zwischendurch überschwemmt. In Spanien wurden die Strände weiß. Ruhig und sonnig sieht es dagegen auf der Vorderseite des Kaltluftschwalls aus. Dort breitet sich warme Wüstenluft aus. Vor allem in Griechenland, Albanien und Serbien ist es um 25 Grad warm. Auf Kreta sind es sogar über 28 Grad. Im Übergangsbereich beider Luftmassen, vor allem in Italien, drohen kräftige Niederschläge. Im Wetterticker auf wetteronline.de berichten wir.